Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella und auch in dieser Woche wollen wir schauen, welche Karten wir dazu verwenden. Wir haben das Druidcraft Tarot Deck von Philipp und Stephanie Cargom für so die allgemeinen Impulse und Energien. Wir haben für die Orakel das Engel-Orakel-Deck für jeden Tag von Dorin Virtue. Wir haben für die Tageskarten das Arcanum-Tarot und zwar ist das von Renata Leckner. Und für die Klärung haben wir das Tarot der Pagan-Katzen oder Pagan-Cats. Und das ist von Magdalena Messina. Und die künstlerische Begleitung ist Lola Airagi. Ja, soweit so gut. Schauen wir nach der Legung für diese Woche. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 4. bis 10. November 2019 und wir wollen schauen, was in dieser Woche für den Stier so energetisch los ist. Das ist eine allgemeine Legung und wird nicht für jeden passen, ist aber nicht schlimm, solange du nicht versuchst, es, wenn es nicht passt, passend zu machen. Ja. Wir schauen mal als erstes, was von außen kommt in dieser Woche, worauf du dich einstellen kannst, was deine Umwelt so in petto hat. Die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter ist die Karte des ja in den Gedanken gefangen Seins, sich diesen Käfig selbst gebaut zu haben. Also jemand ja rotiert sozusagen in seinem Gedankenkarussell. Wir gucken mal, wie das zu deinen Energien passt. Vielleicht ist es etwas, wo du helfen kannst oder ich hoffe nicht, dass es dich betrifft, aber vielleicht solltest du das zumindest berücksichtigen, dass jemand mit irgendwas beschäftigt ist, dass jemand über irgendetwas intensiv grübelt. Deine Energie, wie du dich fühlst oder dich selbst siehst, dein Wunsch in dieser Woche, Hoffnung und Ängste, was Gutes für dich. Was weniger gut ist und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dann wollen wir jetzt mal schauen, auch was an den Wochentagen so los ist. Auch da sei gesagt, das muss nicht exakt der gelegte Tag sein. Das kann für dich variieren, das kann auch ein anderer Tag sein. Wir sind ja schließlich bei einer allgemeinen Legung und es wird nicht bei jedem alles an einem Tag passieren. Wenn es dir hilft, wunderbar, dann kannst du das auf jeden Wochentag natürlich ummünzen. Wir wollen auch wissen, was du in dieser Woche an Energie nach außen demonstrierst, also wie du dich gibst in der Außenwelt oder wie du wahrgenommen wirst in dieser Woche. Und haben die Herrscherin. Die Herrscherin ist eine sehr schöne Karte. Das bedeutet, dass die Dinge, die du anpackst, die du umsetzt, auch Erfolg haben. Also die Dinge sind fruchtbar. Ja, und das bedeutet eben auch, dass du viel umsetzen kannst, wenn du willst. Wir gucken mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, mein lieber Stier, dann wollen wir jetzt mal schauen, wie das Ganze so mit deinen Energien passt oder ob du dich darin wiederfindest. Wir schauen mal, wie siehst du dich denn selbst? Die Vier der Kelche. Ich glaube, das, was so gerade im Moment so um dich herum passiert, gefällt dir nicht wirklich. Das ist so die Karte, das ist nicht das, was du wolltest. Das ist nicht so zufriedenstellend. Das kann im Job sein, das kann privat sein, durchaus möglich. Und du überlegst dir vielleicht auch, was du tun kannst, um das Ganze zu verändern. Wir schauen mal nach deinem Wunsch und haben die Veränderung. Ja, klar, du möchtest, dass sich die Dinge verändern. Und zwar denke ich mal zum Positiven. Hoffnung und Ängste haben wir die Sechs der Schwerter, dass es ruhiger wird, entspannter, kein Stress. Vielleicht hattest du jetzt eine etwas turbulente Zeit oder es geht um diese Person, um die in deinem Umfeld ist und die sich um irgendwas Sorgen macht oder gestresst ist. Und du wünschst dir vielleicht auch dafür, dass es besser wird. Was ist gut für dich in dieser Woche? Das ist die Zwei der Münzen, dass du zweigleisig fährst. Und ich glaube, dass du dir auch ein Urteil bildest über beide Seiten der Münzen sozusagen. Dass du sagst, gut, diese Person hat vielleicht jetzt Sorgen, aber wie ist das entstanden und wie kann man das ändern? Oder bei dir, wie kann ich das dafür sorgen, dass die Dinge positiver verlaufen, dass ich zufriedener bin?
Was ist weniger gut? Das ist die Prinzessin der Münzen. Das ist wie der Ritter der Münzen. Das ist Erdenergie. Das bedeutet auch, dass man langsam aber stetig zum Erfolg schreitet. Und das sagt mir, dass es vielleicht in dieser Woche besser wäre, schneller zu reagieren, also schnell auf diese Situation zu reagieren. Prinz der Münzen haben wir auch hier. Wir haben ihn zweimal, das ist der Ausgang. Ja, du bist eine Erdenergie, die natürlich langsam die Dinge voranbringt und auch gut überlegt und vieles auch vielleicht für sich behält, bevor dann irgendetwas geklärt oder entschieden wird. Wir gucken mal, wie das in der Woche aussieht. Wir haben hier die 7 der Schwerter. Da ist jemand oder etwas, das ist die Diebstahlkarte. Ja, das könnte auch Zwist bedeuten, Neid. Es kann aber auch bedeuten, etwas nicht nach außen dringen lassen zu wollen. Okay, was haben wir am Dienstag? König der Stäbe. Die Veränderung. Etwas macht dich unzufrieden oder du machst dir Sorgen, wie auch immer, könnte ein Feuerzeichen betreffen oder dass jemand sich mit etwas davonstehlen möchte und du wünschst dir die Veränderung. Wir schauen mal. Am Mittwoch haben wir die Stärke. Die Stärke liegt in der Ruhe, in der Kraft, die Veränderung durchzuziehen. So, dann haben wir am Donnerstag die 10 der Münzen, Sicherheit und Stabilität. Das ist eben die Dinge von zwei Seiten zu betrachten. Das ist gut für dich, dass du so dich nicht wirklich auf eine Seite stellst, sondern wirklich alles von allen Seiten betrachtest. Das ist für dich, die Sicherheit und Stabilität ist da. Freitag haben wir den Erfolg, 6 der Stäbe. Da haben wir auch den Ritter der Münzen, die Langsamkeit. Hier haben wir Feuerenergie, hier haben wir Feuerenergie. Wir müssen mal schauen. Samstag haben wir die 8 der Schwerter, das ist die Energie, die von außen kommt. Und es könnte jemand sein, der sich um seine Stabilität und Sicherheit Sorgen macht oder dass dich das vielleicht ein bisschen ansteckt, wenn jemand dann, ich sag mal, mit seinen Sorgen rüberkommt. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn du dich gut fühlst, erfolgreich bist, dieser Person so ein bisschen Sicherheit und Stabilität zu bieten, wäre möglich, wenn du willst. Am Sonntag haben wir den Neubeginn mit dem Narren. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen, wie soll ich sagen, Erfolg und ich sag mal Neid zum Beispiel oder widrige Umstände oder irgendetwas, was passiert. Ja, die wechseln sich hier so ein bisschen ab. Aber wenn du das in die Hand nimmst und gezielt auf etwas hinarbeitest, wirst du in dieser Woche durchaus erfolgreich sein. Es könnte aber sein, dass von außen jemand kommt, der diese Unsicherheit auch sozusagen auf dich übergehen lässt. Wir gucken mal, was ist denn die 4 der Kelche für dich? Die 9 der Münzen, das ist schon was erreicht haben, aber auch selbstständig sein oder Single da sein, das gefällt dir natürlich nicht. Der Eremit. Also wenn du Single bist, kann das bedeuten, dass du dir überlegst, warum du noch Single bist und ob du das nicht ändern kannst. Denn du möchtest ja die Veränderung. Es kann aber auch sein, dass du, wie gesagt, ja, so ein bisschen überlegst, was du in deinem Umfeld verändern kannst oder wie du das Umfeld beeinflussen kannst, damit es sich verändert. So, den Wunsch, die Veränderung haben wir, Ballast abwerfen, 10 der Stäbe und 7 der Münzen. Du hast Geduld, durchaus. Du bist Erdenergie und du hast Geduld. Hoffnung und Ängste ist, dass es ruhiger wird, stressfreier. Da haben wir Klärung, alte Zöpfe abschneiden, Ast der Schwerter, darüber sprechen, was man verändern kann und das Gericht, eben die Situation beurteilen. Deswegen ist die 2 der Münzen wahrscheinlich gut, weil du dir das aus beiden Perspektiven anschaust. Was ist die 2 der Münzen? Eben mit den 4 der Schwertern drüber nachdenken und mit den 5 der Stäben den Konflikt vielleicht sogar lösen können. Vielleicht liegt es in deiner Hand. Nicht gut ist die Prinzessin der Münzen. 10 der Schwerter und die Liebenden. Also es geht dir vielleicht auch zu langsam oder in dieser Woche hast du vielleicht mit Altlasten zu kämpfen, auch in Sachen Beziehung, vielleicht aber auch in Beziehung zu Menschen insgesamt.
Ich glaube, dass es dir zu langsam geht, dass die Dinge voranschreiten. Der Ausgang ist aber, dass du sie nicht beschleunigen kannst mit dem Ritter der Münzen. Wir haben die 7 der Kelche, neue Möglichkeiten tun sich auf, die aber auch verwirren. Und mit den 2 der Münzen bist du auch weiterhin auf der Suche danach, so ein bisschen zweigleisig zu fahren, also das nicht so einseitig zu sehen. Du beißt dich da durch, da bin ich mir sicher. Was ist die 7 der Schwerter? 6 der Münzen ausgewogenes Geben und Nehmen und das Rad des Schicksals. Ich glaube, das ist das, wo im Moment der Haken liegt, dass es eben nicht ausgewogen ist und das andere vielleicht auch und auch du nicht so wirklich mit der Situation zurechtkommen und die Hoffnung da ist, dass sich das legen wird. König der Stäbe. Nochmal König der Stäbe und 8 der Schwerter. Ich glaube, das ist die Person, um die es geht, die sich Sorgen macht oder die in irgendeinem Gedankenchaos, Kreislauf, wie auch immer, gefangen ist. Vielleicht machst du dir da Sorgen. Können auch es kann auch in deinem Horoskop Feuerenergie sein, dass du um irgendetwas dir Sorgen machst, aber du bist mit Feuereifer dabei, das zu lösen. Und dann haben wir die Stärke, 3 der Kelche, deine Geselligkeit, deine Kommunikation, daran solltest du auch festhalten mit den 4 der Münzen. Du schaffst das als Stier, ja, vielleicht auch dieser Person oder der Situation zu helfen. 10 der Münzen, Stärke, Erdenergie und 4 der Stäbe, Haus, Heim und Umgebung. Ich denke, dass du anderen in dieser Woche Stabilität und Sicherheit geben kannst und du bekommst auch was davon zurück. Der Wagen, es geht für dich gut voran und wir haben den König der Kelche. Liebevolle Energien und ich glaube, dass du sehr gut angesehen bist dadurch, dass du deine Hilfestellung gibst, dass du anderen vielleicht die Schulter bietest, Klärung herbeizurufen. Die 8 der Schwerter, die 7 der Schwerter nochmal. Und der Mond. Es geht um die dunklen Seiten. Ich glaube, von jemandem, der versucht, das zu verbergen, aber vielleicht nicht ganz schafft, weil es vielleicht zu viele Probleme gibt. Die Schattenseiten verbergen, aber auch die Sensitivität. Vielleicht ist da jemand zutiefst verletzt zum Beispiel. Und vielleicht kannst du als starke Persönlichkeit dieser Person so ein bisschen die Hand reichen und versuchen, mit deiner Herrscherin hier, mit dieser Energie, ja, so ein klein bisschen einen Anstoß zu geben. Das heißt nicht, dass du die Verantwortung übernehmen sollst. Es ist einfach, dass du einfach ein guter Freund, eine gute Freundin sein solltest. Ass der Münzen, Stabilität und Sicherheit mit dem Neuanfang und die 9 der Kelche. Es kann eine Person sein, die dir sehr nahe steht. Und du freust dich dann, wenn der Neustart in Stabilität und Sicherheit gelingt. Es kann auch bedeuten, dass die Person aus eigener Kraft das bewerkstelligt und sich vielleicht als dankbar erweist zum Beispiel. Es ist halt hier so ein bisschen so Krisenstimmung und jemand versucht eben, sich nicht von seinen Gedanken oder negativen Einflüssen leiten zu lassen, vielleicht bist das auch du, aber ich habe den Eindruck, dass da jemand ist, weil die Energie von außen kommt mit den 8 der Schwertern, dem du vielleicht eine Hilfestellung oder einen Ratschlag geben könntest. Für dich wird sich das in Ruhe klären lassen und du bist gewappnet. Es ist halt die Frage, ob du das möchtest. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das um ein Arbeitsumfeld geht, wo es dann Schwierigkeiten gibt und jemand wirklich nicht weiß, wohin mit seinen Gedanken, Gefühlen. Ja, und ich weiß es nicht. Also ich glaube, es geht darum, gemeinsam etwas wieder in die richtige Bahn zu bringen in dieser Woche. Ich habe eine schöne Karte für dich, die jetzt so ganz anders ist vielleicht, aber vielleicht auch, ich sag mal, wenn man das als tieferen Sinn empfindet, schon Sinn macht, und zwar Hochzeit. Eine Hochzeit ist die Verbindung zweier Seelen, die sich in Liebe, gegenseitigem Respekt und Hingabe vereinen. Sie zeigt den Wunsch an, im Laufe der Zeit die Liebe zu vertiefen. Dein Hochzeitstag ist ein Zeugnis für deinen wohlbegründeten Glauben an die Macht der Liebe. Achte darauf, diesen Glauben und die Liebe allzeit lebendig zu erhalten, geliebtes Wesen. Vielleicht ist es auch dein Partner, deine Partnerin oder jemand, wie gesagt, der dir nahesteht, um den du dich sorgst oder dem du Hilfestellung gibst, durchaus möglich. Wie gesagt, es kann auch im
Arbeitsumfeld sein und du bist geneigt, eben dir beide Seiten der Münzen anzuschauen. Und ja, vielleicht kannst du was richten, auch in der Partnerschaft natürlich. Sie haben diese Karte erhalten, weil das Thema Hochzeit mit ihrer Frage zu tun hat. Entweder wird es in ihrer nahen Zukunft eine Hochzeit geben oder die Engel schlagen eine Erneuerung ihres Hochzeitsversprechens vor, um die Romantik in ihrer gegenwärtigen Ehe lebendig zu halten. Diese Karte ist von Liebe und positiver Energie umgeben, daher gibt es keinen Grund, sich bezüglich ihrer Botschaft Sorgen zu machen. Seien Sie offen für Liebe, Romantik und alle damit zusammenhängenden wunderbaren Möglichkeiten und genießen Sie Ihren Hochzeitstag. Ja, es kann auch eine Liebesbotschaft sein, die rüberkommt. Jemand weiß nicht, wie er das rüberbringen kann, zum Beispiel. Ja, es kann auch bedeuten, dass jemand eine wichtige Rolle spielt in deinem Leben. Das könnte auch sein. Das muss jetzt keine Hochzeit im üblichen Sinne sein. Im Job vielleicht, wie gesagt. Und vielleicht heiratet jemand in deiner nahen Umgebung, durchaus möglich. Ich habe den Eindruck, dass du eben Hilfestellung leistest, da bist für jemanden und dass du daraus auch eine positive Energie ziehst und ein positives Ergebnis für dich selbst herausholst. Und dann vielleicht auch, wie gesagt, die Veränderung, die du dir wünscht, herbeiführen kannst. Ich bin sehr gespannt, wie das für dich passt, lieber Stier. Ich würde mich über Kommentare freuen, inwieweit das passend ist für dich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es dir geholfen hat, über ein Däumchen hoch. Ja, dann lass es mich wissen. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss.